klauen wir einfach alles, was hier um das Totem liegt. Go, 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 go. Wir brauchen mehr Sand! Mehr Sand! Sandsäcke! Kriegst du mal einen. Hier. Alter, was du willst, Junge? Was du willst? Hier. Alter, was das... Ey, wie das wegspült. Wie das wegspült. Weil eigentlich müsste das doch hier langsam so, ja, peu à peu. Nein. Saget mir nicht, dass die Gartenfreunde da jetzt noch... Alter, jetzt, nein, er schwimmt dort rum. Go, go, komm. Ah, dann machen wir es doch so. Hier über den Umweg. Alter, ihr wollt mich doch rollen. Das Schlimme ist, wir müssen das in den 3 Minuten 18 noch hinkriegen. Endlich dort. Alter, was willst du? Lauf du doch schon mal da weiter. Dass wir hier auch noch nicht Stein oder sowas noch rumwerfen können. Ja. So, dann werden wir... Alter, was du willst. Ja, komm. Go, go. Ja, jetzt läuft er um die Ecke. Jetzt läuft er um die Ecke. Jetzt, go, go, go. Nutz es, nutz die Zeit. Ja, ja. Die Hälfte des Gebiets ist nun mit Palmen bewachsen und du hast eine neue Geschichte der Stammeserinnerung. Ja, ja, das wissen wir ja, das wissen wir ja. Alter, jetzt hier. Da platzt gleich mein Hemd, wenn ihr hier weiter rummeckert. So, der ist da, der... Der kann doch auch da unten... Wir haben 2 Minuten Zeit. Ich habe jetzt die Idee. Ich mach's mir jetzt ganz einfach. Maximal Dingsbums. So, jetzt leiten wir erstmal den Einfluss da um und den anderen nach da um. So. Und zwar ganz einfach, aus einem dicken machen wir 2 kleine. Hier, das ist der. Da haben wir ja die Fauna schon gehabt. So, und jetzt go, 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 go. Zieh, 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 zieh. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Kriegen wir hin, Mann. Doch gelacht. Dass ich nicht hinkriegen würde. Ja. Aber ihr seht doch, wie krass das doch ist mit dem Terraforming. Also da kann Minecraft abstinken. Also hier kann man so richtig schön terraformen. Und hier werden wir jetzt natürlich auch schon mal die Kombination machen, ne? Dass wir hier auf die andere Seite wollen, um dort auch noch ein bisschen Fauna zu verbreiten. Flora meine ich natürlich. Flora und Fauna. So, wir haben ja, das ist klar. Der Pfad ist offen. Jetzt können wir da auch durchschreiten. Aber ich wollte natürlich alle Stammeseinungen mitnehmen. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen, noch sagen wir mal ein Viertel der Welt müssen wir noch. What the f? Nein, nein, nein. Mir fällt gerade so auf. Unser werter Schamane, der muss ja auch erst nochmal seinen komischen Pupsdrachen dahin bringen. Nein. Aber dann sehen wir mal gleich, was passiert, wenn wir keinen Tsunami-Schutz haben.
Hier sehen wir zumindest erstmal den Drachen da über dem Ding rumschweben. Von wegen, Achtung, das Ding ist geschützt. Und hier sehen wir, Achtung, hier schwebt kein Drache, das Ding ist ungeschützt. So. Sehen wir ja, als ob hier Gandalf in der Mitte stehen würde und sagen würde, ihr kommt hier nicht vorbei. Genauso pustet der Schamane seine Vuvuzela. So ein Glück haben hat unser Dorf hier vorhin leider nicht. Die ganzen Dorfbewohner, die armen Kleinen. Aber unser Drachenjäger hier, wo wird der hingespielt? So, Dorf ist kaputt gemacht worden, aber unsere Leute wurden nicht weggespült. Man hat andere Karten, da ist es sogar so problematisch, dass einfach mal dann die ganzen Dorfbewohner irgendwo aufs Meer gespült werden und dann muss man sich neue kommen lassen. Das ist natürlich dann nicht so geil, aber hier ist es natürlich noch machbar, ne? Überhaupt gar kein Problem. So, Dorf haben wir natürlich auch wieder ausgehoben. Und das Wasser, ja, wir sehen es ja schon, das sickert jetzt so langsam wieder ab. Hoffe ich zumindest. So, und hier können wir das hier auch mal zum Abfließen bringen. Ja. Das Gebiet ist fast vollständig mit Palmen. Ja, das mit den umherziehenden Tieren, das kennen wir ja. So. Was ist denn jetzt hier? Warum springt die Kamera so komisch? Go, go. Das müsste reichen. Das Ding haben wir hier auch schön trocken gelegt. Aber den Sand, den wir hier oben immer hingekippt hatten, da auf dem Wasserfall, der hat sich hier die ganze Zeit breit geteilt. Also ist das nicht geil? Wo sich jetzt hier dieses Delta gebildet hat. Ich find's cool. Ah, hier hat sich die Palmlandschaft gebildet. Die schöne Flora. So, und hier geht's auch gleich weiter. Ja, haben wir mal ein bisschen Sand hingeworfen und jetzt können wir hier die ganze Sandbank lang schön damit eintuddeln, ja. Das ist das Fachwort dafür, ja. Eintuddeln. Aber hier irgendwie die... Verdammte Axt, wir brauchen noch kein Wasser. Das gesamte Gebiet ist mit Palmen bedeckt. Juhu! Ja, jetzt klauen wir jetzt hier einfach den ganzen Sand. Diese Rückenzaun. Also das, was jetzt hier gerade geschehen ist, dieses... Das ist hier einfach nur, dass der Schamane den Drachenjagen gebunden hat. Mehr ist es nicht. Und jetzt haben wir alles erreicht auf dieser Map und jetzt können wir unseren werten Trupp dort wieder hinschicken und dann geht's so weiter. Unten links 100% haben wir. Jo. Und Stammeserinnerung gibt's hier leider keine weitere. Können wir hier nochmal alles abgucken. Nope. Und hier oben irgendwo. Nope. Und da auch nicht. Hier irgendwo auf so einem Berg. Nö. Gut. Dann hätten wir es, wa? Na kommt, Freunde. Kommt, lauft. Lesen wir doch mal. Was haben wir denn hier so Feines jetzt bekommen? Vegetation. Gucken wir mal bei der Vegetation rein. Die Palmen. Die ersten Tiere lebten auf einer neuen Insel. Allerdings war dort nichts außer dem Boden. Ein karger, öder Boden, auf dem die Tiere verhungerten. Als die Palmen wuchsen, blühte auch die Welt der Tiere auf und Menschen siedelten sich an. Die Palmen wachsen auf dem nackten Boden, aber verdrängen nicht die restlichen Vegetation. Sie wachsen nicht auf Fels oder Wasser und sind nicht brennbar. Palmen sind nicht brennbar?
Also was sind das für Palmen? So. Das... Moment, sind Palmen brennbar? Palmenblätter sind auf alle Fälle brennbar. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen. So. Was haben wir noch so? Wollen wir mal bei Stamm gucken? Stamm. Der Schamane. In der Vergangenheit verfügte der Stamm über keinen Schamanen und die Männer erzählten die gleichen Geschichten immer wieder anders. Da der Odem stets mit einer Stimme sprechen sollte, wurde ein Schamane benannt. Der Schamane ist der Mittler zwischen dem Stamm und dem Odem der Welt. Der Schamane ist ein Mann oder eine Frau des Dorfes. Der Titel bringt keine Privilegien mit sich und nichts unterscheidet den Schaman von dem Rest des Stammes. Der Schamane wird nach seinem Tod sofort ersetzt. Im Dorf ist der Schamane dafür zuständig, Geschichten zu erzählen und die Musik zu entziffern. Ja, schön, schön. Das Dorf. Die Menschen reisten endlos, da sie von Einsamkeit geplagt wurden. Beschlossen sie, die Gegenden, die sie durchstreiften, zu bevölkern. Sie vollzogen das Ritual um das Totem und bauten ihre Hütten. So. Ein Dorf dient zum Schutz und gilt als Ort, an dem man die Menschen überleben und ihre Geschäfte nachgehen könnte. Okay. Sobald ein Dorf errichtet ist, beginnt die Vegetation rundherum zu blühen. Ein Dorf ist viele Bedingungen ausgesetzt. Feuer, Flut oder den tobenden Zerstörenden oder anderen Kräften können hier. Ja, okay. Manchmal kann ein Dorf sogar umziehen. Rund um das Dorf errichten die Männer Statuen, um die Wissen tragen, das ja okay, ist ja auch alles, ja, schön und gut, schön und gut. So, setzen wir einfach mal fort. Ich möchte euch ja hier auch nicht die ganze Zeit eine Geschichtsstunde oder Vorlesestunde machen. Machen wir dann immer hin und wieder, weil wir haben ja noch so einiges. Gucken wir mal. Aber erst einmal geht's auf in die nächste Map. Leertaste. Aber ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Aufnahme machen. Aber erstmal Leertaste. Hier, komm, Leertaste. Go, go. Go, 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 go. Atau gelombang raksasa jamenyafu semua.